Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Ich möchte euch heute einmal zwei Sägen im Vergleich vorstellen. Und zwar einmal die Husqvarna, das ist die 120er Mark II und einmal die MS 162 von der Firma Stihl. Wir sind jetzt im Einstiegsbereich von Benzinmotorsägen. Was da immer wichtig ist, gerade für einen Gelegenheitsnutzer, wo man viel Fehler macht beim Kettenöl. Ich würde euch da nicht unbedingt Bioöle empfehlen, weil die Sägen ja im Privatbereich immer öfter stehen können. Deswegen am besten immer Kettenöl. Gibt es entweder klein oder groß. Das ist jetzt zum Beispiel von Stihler Literflaschen. Mineralisch, also das kann auch mal ein paar Jahre stehen, ohne dass was passiert. Und das ist von der Firma Husqvarna das Premiumöl. Das ist jetzt so 5 Liter. Also wie gesagt, das könnt ihr länger lagern. Beim Bioöl würde ich aber aufpassen. Ich sage, alles was länger als 3-4 Monate steht, kein Bioöl. Was da auch wichtig ist, ich würde euch da immer Sonderkraftstoff empfehlen. Am besten von der Firma Stihl, von der Firma Öst oder von Greenbass. Da habt ihr ein vernünftiges Gemisch und der Sonderkraftstoff, der ist auch länger haltbar. Selber mischen ist da meistens nicht so gut, weil wenn die länger steht, dann führt es auch zu Problemen. Länger als 1 bis 3 Monate sollte selbstgemischtes Gemisch nicht gelagert werden. Also das mal vorneweg. Gehen wir mal an die Sägen. Fangen wir mal an beim Auffüllen. Als erstes müssen wir auffüllen. Ihr habt beide Werkzeuge los, könnt es also einfach hier aufdrehen. Ist aber ein Schlitz vorhanden für den Schlüssel, wenn man auf- und zudrehen möchte. Bei der Stihl das gleiche im Prinzip, bloß ein bisschen anders, weil da ist ein Tankstutzen, wo übersteht, da geht es innen rein. Und zum Zudrehen genauso. Dann, was hier bei der Stihl ein bisschen ein Vorteil ist, ihr habt hier durchsichtige Tanks, sowohl beim Öl als auch beim Kraftstoff, da sieht man dann noch, was drinnen ist. Das haben wir jetzt bei der Husqvarna nicht, aber ich sage mal so, ist nicht ganz so wichtig bei einer Benzinmaschine, weil ihr merkt es ja, wenn es ausgeht, dann ist der Kraftstoff aus und das Öl muss man immer auffüllen. Weil das Öl bleibt meistens ein bisschen was über, aber für zweimal tanken reicht es nicht. Also Öl und Sprit immer gleichzeitig voll machen. Aber wie gesagt, da sehe ich es auf einen Blick, was ich noch drin habe. Bei denen muss ich halt erst reinschauen. Dafür habe ich aber im Unterschied zur Stihl bei der Husqvarna einen Primer. Hier, da drücke ich drauf. Dadurch pumpe ich Kraftstoff vor. Dann brauche ich nicht so oft ziehen zum Starten. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Und er zieht sich vom Starter her leichter, weil das so ein halber Leichtstartsystem hat im Vergleich zur Stihl. Da muss ich ein bisschen fester ziehen als wie bei der Husqvarna. Dann, was wir noch haben, ihr habt bei der Husqvarna zusätzlich Metallkralle, was manche wichtig ist. Ich persönlich sage, eine Kralle sollte man normal gar nicht brauchen, weil die Kette soll so scharf sein, dass man problemlos auch schneiden kann, ohne dass man groß hebt und drückt. Bei der Stihl ist das jetzt eine Kunststoffkralle. Man kann aber als Zubehör, gibt es da Metallkrallen, wo man noch dran schrauben könnte, wenn man sich dazu kaufen möchte. Dann von der Schneidgarnitur her, drehen wir es einmal rüber. Bei der Husqvarna habt ihr jetzt eine 35er Schiene mit der Hobbyteilung 3/8 mit 1,3 mm Dreiglitzstärke. Also schon ein bisschen was Stabileres vom Schnitt im Vergleich. Bei der Stihl habt ihr die ganz schmale, die Pico Mini mit 1,1 mm. Und was noch ein Unterschied ist, die Maschine hat keinen Umlenkstern. Die hat zusätzlichen Umlenkstern, die Husqvarna, und man könnte es auch noch schmieren, den Umlenkstern. Hat die Stihl nicht. Die ist ein bisschen schmäler und länglicher von der Schiene und auch länger. Die Stihl ist ein bisschen breiter, wie gesagt, und ohne Stern. Dafür habt ihr bei der Stihl schon einen Winkelspanner. Das heißt, hier macht man die Schraube, die Mutter locker. Nach rechts wird die Kette gespannt, nach links lockerer. Wichtig ist aber bei der Kettenspannung, man soll es ungefähr so weit rausziehen können, ohne dass die Kette mords runterhängt, wenn sie so da steht, dann ist die Kettenspannung korrekt. Immer nachspannen, wenn es zu locker wird. Bei der Husqvarna ist das Gleiche.
Also wie gesagt, hier aufdrehen, nach rechts strenger, nach links lockerer und wieder festdrehen und dann nochmal prüfen. Bei der Husqvarna ist von vorne hier, aber von oben, dass man schön rankommt zum Spannen. Dafür habe ich hier zwei Muttern, die wo ich locker mache oder festziehen kann. Und Kettenspannung, wie gesagt, sollte genau wie bei der Stielseite, also ungefähr so weit rausziehen kann, dann ist es in Ordnung. Dann vom Sicherheit her, Kettenfanghaken ist bei Husqvarna wie bei den Profimaschinen, also gescheiter Aluminiumhaken, wo die Kette, wenn sie wirklich reißen würde, einhakt, dass nichts passieren kann. Bei der Stiel ist es integriert in die Kunststoffabdeckung, in die Schutzhaube. Die geht bis nach unten, da wird hier dann die Kette einhaken, wenn wirklich was passieren würde. Ist aber eigentlich nur ein Thema, wenn man Billigketten verwendet. Also ich empfehle da am besten über Original Stiel oder Husqvarna Ketten oder hochwertige Oricon Ketten. Da muss man aber aufpassen, weil da gibt es verschiedene Qualitäten. Also da immer auch darauf achten, was für Ketten ihr verwendet. Auch von der Kettenstandzeit hängt ja auch mit dem Öl zusammen, was ich vorher erwähnt habe. So, das ist einmal das eine. An die Innereien komme ich ran mit dem Schlüssel, wo dabei ist. Brauche ich bloß die drei aufmachen, kann ich die Haube runternehmen. Bei der Husqvarna ähnlich, hier drei Schrauben, dann kann ich die Haube runternehmen. Machen wir jetzt heute einmal nicht, aber ist überschaubar. Aber so oft muss man da eh nicht ran, weil das ist ja Einstiegs Säge für einen Gelegenheitsnutzer und die wird ja nicht so viel eingesetzt, dass man da schnell Verschlüsse oder ähnliches braucht wie bei Profimaschinen. Vom Startvorgang an sich ist wie bei allen Benzinsägen immer Bremse rein, also nach vorne, ist bei beiden gleich, zum Aufmachen einfach zurückziehen. Also nach vorne gehen, dann hier Sperrhebel drücken, Vollgas, Hebel ganz nach unten, dann ist er auf Kaltstart, eins hoch, bin ich auf Halbgas. Noch eins Gas geben, kurz bin ich auf Standgas und ganz oben ist Stopp, geht automatisch zurück bei der Stiel. Bei der Husqvarna ist es so, ich ziehe hier den Hebel raus, dann bin ich auf Kaltstart, drücke ich ihn wieder rein, bin ich auf Halbgas, so kann ich auch Warmstart machen. Bloß da ich dann zusätzlich hier den Primer betätigt, wenn ich einen Kaltstart durchführe. Dadurch brauche ich weniger oft ziehen. Vorteil, ich brauche halt hier weniger oft und weniger Kraftaufwand als bei der Stiel im Vergleich. Vom Federsystem, das habe ich vorher noch vergessen. Wir haben bei beiden Stahlfedersystem, das heißt weniger Vibrationen im Vergleich zu den alten Modellen. Was früher es gegeben hat mit Gummipuffer, Elastomere, die haben mehr vibriert, da haben die neuen Maschinen schon wesentlich angenehmer. Dann noch der Hauptunterschied zwischen Stiel und Husqvarna, da schauen wir mal unten rein, das ist die Kupplung. Hier liegt die Kupplung unterm Kettenrad, das heißt, die ist innenliegend, heißt engerer Schwerpunkt. Ist kompakter von der Bauweise, man kann die Ketten leichter wechseln. Da gibt es auch entsprechende Videos zum Thema Kettenwechsel. Bei der Husqvarna ist die Kupplung außen, also hier unterm Deckel, da, hat den Vorteil, ich verlagere den Schwerpunkt weiter nach außen. Dadurch ist sie schöner vom Handling her und vom Ausasten und allgemein bei Pflegearbeiten. Nachteil, ich kann die Kette halt nicht ganz so gut wechseln. Aber da habe ich euch ja auch mal ein Video gemacht, wie man da am besten die Kette wechselt. Ja, das sind eigentlich die Unterschiede. Jetzt werden wir es einmal noch wiegen vom Gewicht her, wo da der Unterschied liegt. Also das sind jetzt beide ohne Betankung, da man es auch wirklich vergleichen kann. Kommt da jetzt Gewicht vom Kraftstoff und vom Öl noch dazu. Fangen wir mal mit der Stiel an. Wir haben jetzt genau bei 5 Kilo geradeaus. Also wie gesagt, ohne Betankung. Vergleich die Husqvarna, die ist schwerer, da haben wir bei 5,7 Kilo. Aber ist natürlich auch eine bessere Ausstattung, muss man auch dazu sagen. Wir haben den Leichtstarter mit drin, wir haben den Primer mit drin, wir haben eine Metallkralle mit drin und wir haben eine längere Schneidgarnitur. Dadurch ergibt sich natürlich auch mehr Gewicht, hat immer Vor- und Nachteile. Was dann für euch das Richtige ist, müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ich verlinke euch unter dem Video wie immer die ganzen technischen Daten. Da könnt ihr es euch in Ruhe durchlesen. Und wenn ihr mal eine braucht, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mich hier im Laden bei mir besuchen würdet. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, liken, abonnieren, gefällt mir machen. Das würde mich sehr freuen.
Dankeschön.